Hallo ihr Lieben, ich mache heute eine Karte, die sich entfaltet, wenn man sie aufmacht. Das ist eine relativ einfache Karte und man braucht eigentlich echt nicht viel. Und ich habe dazu Restepapiere verwendet, weil ja, das lag halt so rum. Ich habe mal in meine Box geguckt. Ich weiß deswegen auch nicht so ganz genau, ob das passig aufeinander passt, aber ich hoffe doch so. Ja. Was braucht man dafür? Ich habe ein Stück Cardstock, der ist 22 mal 11 und dann bei der 22 Seite bei 11 gefalzt. Das ist also eine quadratische Karte. Dann braucht man ein Stück Papier, was 15 mal 15 ist. Ich habe hier so ein Origami-Faltpapier, was relativ dünn ist. Das lässt sich also gut falten. Und das wird nachher noch durch DSP verstärkt. Und zwar braucht man da halt ein Stück weißes DSP. Das ist 7 mal 7. Oder halt so ein Stück Cardstock, den man dann halt beschriften kann. Dann braucht man noch 2 mal 7 mal 7. Ich habe hier so ein Holzmusterding in meiner Box gefunden, in meiner Restebox. Und dann braucht man noch vier solcher Dreiecke. Ich habe eins noch heile gelassen, das habe ich jetzt noch nicht geschnitten. Und zwar ist das 6,7 mal 6,7. Dadurch, dass man es in der Mitte noch teilt, ist das mit dem Verrutschen, dass dann genug Rand an der Seite ist, immer ein bisschen blöd. Und ich habe mir da einfach hinten von einer Ecke zur anderen Ecke eine Linie gezogen. Und kann die dann durchschneiden. Man kann das natürlich auch einlegen, aber ich finde, manchmal kann man es sich auch einfach machen. So. Die werde ich dann auch noch mit schwarzem Feinliner umranden. Und dann sind die auch schon fertig. Dann braucht man noch ein bisschen Deko. Ich habe hier so einen Bücherwurm, weil ich fand, das passte zu dem Holz. Ganz einfach so gesagt. Und dann habe ich mir noch so ein Fluch-Stempel-Set rausgesucht. Und da würde ich dann gerne halt, weil die werden quasi so an die Seiten geklebt, die Dreiecke. Und dann kann man ja da irgendwie so, ey, geht's noch? Dummdi-dumm, hör mal bitte oder so, Manometer. Das kann man da halt irgendwie so drauf stempeln und auf das eine kann man ja irgendwie noch Himmel, Arsch und Zwirn oder sowas. Oder Potzblitz. Das wird sich, glaube ich, so im Laufe der Kartengestaltung ergeben. Ja. So, wie fängt man an? Einmal das Stück Zettelchen und das wird einfach nur per Hand geknickt. Und zwar einmal so. Also lange Seite auf lange Seite. Aufmachen wieder. Lange Seite auf lange Seite. Dann dreht man das einmal. Also wenn man es auf hat, dann nochmal umdrehen, dass man in die gegengesetzte falzt, knickt. Und dann Ecke auf Ecke. Und das war's. Wenn man das jetzt nämlich aufklappt und hier so ein bisschen in die Mitte reindrückt, macht das schon von ganz alleine diese Bewegung. Und das ist auch schon das ganze Kartengeheimnis. Jetzt kann man da natürlich schon mal den DSP aufkleben. Das mache ich nämlich schon mal, bevor ich da weitermache. Ich habe das jetzt alles festgeklebt. Das auf der Seite. Das reicht schon. Und dann kann man das hier quasi aufmachen. Und ich stelle gerade fest, das hier wird hier an die andere Seitenkarte geklebt, deswegen brauche ich das gar nicht. Naja, manchmal, ja, ne? So, ich werde jetzt erstmal hier meine Stempel aufkleben, beziehungsweise draufstempeln, was ich so gerne hätte. Also ich habe hier ein, was geht? Das habe ich vorher schon gemacht und der bekommt halt diese Bücherwurm-Zeugs. Und dann mache ich mir hier schon mal doppelseitiges Klebeband drauf. Dann kann man das schon auf die Karte kleben. Die hier knicke ich mir erst einmal, weil ich die Falz brauche. Dann ziehe ich mir erstmal auf der einen Seite das Klebeband ab. Dann knicke ich mir das ein.
Kann man natürlich auch vorher schon machen. Und dann gucke ich, dass die Spitze, wo das aufgeknickt wird, ein bisschen ein Stück weg von der Falz ist, damit man es nachher gut aufkleben kann, aufmachen kann, aufkleben. Wir kleben das ja schon auf. So, ein Stückchen von der Falz weg. Ein bisschen gucken, dass rechts und links der Abstand ungefähr gleich ist. So, ich halte euch das jetzt noch mal ein bisschen näher an die Kamera. Da ist halt so ein, ja, Millimeterchen mehr ist es nicht da so zwischen. Und dann ziehe ich mir einfach hier oben das ab und knickt das einfach nur zusammen. So, und wenn man das dann aufmacht, sieht das so aus. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier oben dekorieren und dann zeige ich euch das fertige Werk. Jo, meine Karte ist fertig. Himmelrausch und Zwirn. Ein kleines Gedings ist ausgestanzt und hier noch ein paar Nuvo-Drops in Weiß drauf. Geschlossen habe ich das Ganze mit einem Bändchen, weil das sonst immer wieder aufgeht. Wie man hier sieht, ist ein bisschen Spannung drauf. Und ich wollte halt nicht noch eine Banderole drum machen, also ist es ein Bändchen geworden. Dafür habe ich mir hier einfach rechts und links ein kleines Loch reingemacht, Band reingefädelt und fertig. Wenn man das jetzt quasi öffnet, bekommt man das hier. Und ich habe mir echt gedacht, also wenn man jetzt hier die ganzen Flüche sind, kann man das ja auch zum Geburtstag verschenken und schreiben. So nach dem Motto, es ist doch kein Grund zum Fluchen, nur weil man ein Jahr älter wird oder so. Ja, hier habe ich auch nochmal so ein paar Nubu-Drops drauf gemacht. Das fand ich ganz schön, da sahen die Ecken nicht so leer aus. Und das ist die ganze Karte. Einfacher Mechanismus, schnell gemacht. Und man braucht noch nicht mal irgendwie was schief messen oder so. Finde ich toll. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit der Anleitung und bis bald.